Deutschlands Schlagerradio. Radio B2, Chefsache, Macher im Gespräch. Herzlich willkommen. Mein Gast heute wurde am 7. Februar 1965 in Wilster geboren. Das liegt in Schleswig-Holstein. Sie ist verheiratet und Mutter eines 11-jährigen Sohnes. Man sieht sie im Theater und oft im Fernsehen. Sie hat mehrfach den Deutschen Fernsehpreis als beste Nebendarstellerin bekommen. Sie ist für mich der beste Beweis dafür, dass die Größe einer Rolle nicht darüber entscheidet, wer in den Köpfen von uns Zuschauern hängen bleibt. Sie hat eine wunderbare Ausstrahlung. Vom Sehen kennen sie viele, der Name fällt aber nicht immer gleich ein. Ich freue mich, dass ich Sie endlich kennenlernen darf. Herzlich willkommen, Birge Schade. Hallo. Liebe Birge, auf deiner Internetseite schreibst du, ich stelle Fragen, ich habe keine Antworten. Ich finde, das sind schlechte Voraussetzungen für ein Radiointerview. Ja, ne? Ich habe ja eben schon gesagt, mal sehen, ob mir was einfällt. Ich wollte jetzt eine kleine Anmerkung machen zu der Einführung. Und zwar bist du da nicht ganz auf dem neuesten Stand, was meinen Beziehungsstatus angeht. Wie ist man so schön sagt heutzutage. Nein, ich bin nicht mehr verheiratet. Ja. Schon seit einer Weile. Okay. Aber da kann man mal sehen, dass Wikipedia nicht immer alles weiß. Ne? glücklich geschieden oder glücklich getrennt. Ja. Also, wir müssen das ja jetzt gar nicht weiter ausführen, aber solche Sachen sind nie schön, ja, wenn Liebesgeschichten zu Ende gehen. Aber sagen wir so, es ist ganz gut gelaufen. Ja, es ist alles in Ordnung. Guck mal, ich kann auch ein Lied davon singen. Bei mir steht bei Wikipedia erst gar nicht drin, welcher Beziehungsstatus, weil die denken sich wahrscheinlich, das lohnt sich gar nicht. Ach so, ja? Ändert sich das so schnell bei dir, oder was? Naja, alle paar Jahre vielleicht mal, ne? Also ich meine, guck mal, die Liebe fürs Leben, ja, so wo man 30, 40 Jahre zusammen ist. Du bist noch jung genug, du könntest das noch schaffen. Ich vielleicht auch, dann wäre ich aber steinalt. Ja, ich bin dann auch steinalt. Nein, also ich glaube, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Glück, wenn man so jemanden findet, mit dem man über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte zusammen sein kann. Ich meine, wir waren auch eine ganze Weile zusammen, finde ich schon. Also 15 Jahre ist jetzt nicht wenig, ne? Ja. Aber ja, das Leben ist dann manchmal, hat so Windungen und macht Schleifen und manchmal verliert man sich dabei, wenn man nicht aufpasst oder… Wenn man zu viel arbeitet? Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe natürlich und das ist traurig, aber das Leben geht weiter. Es kommt was Neues. Und es kommt was Neues unter Umständen und jedem Anfang… wohnt ein Zauber inne. Oder jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Oder jedem, jedem Anfang. Das ist richtig. Und ich kann dir eins verraten und auch den Hörern: Die Frau, mit der ich am längsten zusammen bin, nämlich 12 Jahre, ist meine Hündin. Ja, sehen Sie. Hunde sind die besseren Menschen. Die kann mich ertragen. Birge Schade, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2. Radio B2 ist hier Deutschlands Schlager-Radio-Chefsache-Macher im Gespräch. Mein Gast ist die Schauspielerin Birge Schade. Du hast den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Ich muss aufpassen, was ich frage. Sonst, wenn ich zu frech bin, kannst du mich gut in den Rahmen zurückbringen mit deinen Kampfkünsten. Ja, aber ich würde ja jetzt nicht, würde dich nicht hauen. Keine Angst. Nein, es ist ja nicht so, dass man das dann anwendet, nur weil jemand mal was Blödes fragt oder sowas. Wäre ja gemeingefährlich. Aber tatsächlich mache ich schon seit über 20 Jahren jetzt Taekwondo und habe auch einen schwarzen Gürtel, das ist richtig. Hast du es schon mal zur Selbstverteidigung gebraucht? Habe ich noch nie gebraucht. Wirklich noch nie. Und ich habe mich das schon gefragt, natürlich. Könnte ich das eigentlich im Ernstfall? Natürlich übt man ja so Sachen auch und so. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie anwenden müssen. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass weil durch diesen Art von Sport verändert sich das Selbstbild auch. Vielleicht verändert sich dadurch auch die Ausstrahlung und man wird erst gar nicht angegriffen. Ich weiß es nicht. Die merken vielleicht, ist eine starke Frau. Ja? Beim Taekwondo gibt es ja auch immer den sogenannten Bruchtest. Da liegen dann Bretter übereinander. Mhm. Schaffst du das, da so die Bretter durchzuschlagen? Ja, das muss man auch machen bei den Prüfungen. Schlägt man Bretter durch oder tritt sie durch? Was ist der Trick? Also wenn ich jetzt mit der Kante draufschlagen würde, wahrscheinlich wäre die Hand gebrochen. Warum passiert es bei dir nicht?
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass deine Hand gebrochen wäre. Das ist immer so, man denkt ja immer, das dachte ich am Anfang, ach, warum soll ich jetzt mit der Faust da auf dem Brett hauen? Das tut ja weh unter Umständen. Tut's auch, wenn das Brett nicht durchgeht. Aber man übt ja vorher und dann ist es eine mentale Sache und am Ende natürlich auch Technik. Mhm. Wie man draufhaut aufs Brett und dafür macht man das Training dann und es ist ganz erstaunlich, weil es geht dann durch und dann tut es auch überhaupt nicht weh. Ja, okay, das ist beruhigend. Ich werde es trotzdem nicht tun. Was war für dich die Inspiration zu sagen, okay, ich mache jetzt so einen Kampfsport? Ich meine, du hättest ja auch was anderes machen können. Ja, das stimmt. Ich bin dazu gekommen eigentlich durch Zufall, weil mich eine Bekannte von mir, die hat mich einfach mal mitgeschleift zu dem Training. Und weil ich auf der Suche war nach einem Sport. Und ich habe früher ganz viel Ballett gemacht. Und das mochte ich gerne und tanzen überhaupt mochte ich gerne. Aber ich wollte jetzt zum Beispiel nicht so gerne in so ein Fitnessstudio gehen, um Gewichte zu stemmen oder so. Das finde ich wahnsinnig langweilig. Ich finde es auch langweilig aufs Laufband und das, ich langweile mich da so schnell. Ja. Und so ein Sport, wo man Bewegung macht, weil es um die Bewegung geht oder es hat noch so einen anderen Sinn, ja, was man macht. Und trotzdem trainiert man den Körper dabei. Das fand ich unheimlich gut, weil ich dann nicht das Bein hebe, um das Bein zu heben, sondern das Bein hebe, um einen Kick auszuführen. Das ist ein Unterschied, ne? Und es hat mir sofort gefallen, weil es auch schöne Bewegungsabläufe hat. Also das hat mich irgendwie an den Tanz erinnert, wobei es natürlich ganz was anderes letzten Endes ist. Und mir hat es unheimlich Freude gemacht und auch halt einfach unser Trainer ist einfach sehr gut. Ja, und wie lange braucht man, um schwarzen Gürtel zu bekommen? Es ist ganz unterschiedlich. Es hängt von jedem persönlich ab, wie gut er trainiert, wie viel er trainiert. Bei dir ging es wie schnell? Bei mir hat es eine ganze Weile gedauert. Jetzt, wann habe ich denn? Ich habe den jetzt aber auch schon, na, ich würde mal sagen, so 10 Jahre habe ich gebraucht. So. Und es geht immer um Ehrgeiz, nach dem Motto, ich will immer noch mehr. Und nach dem schwarzen Gürtel kommt leider nichts mehr. Doch, da geht's noch weiter. Also ich habe ersten Dan, man kann dann zweiten Dan, dritten Dan, vierten Dan. Man kann schon weitermachen. Mhm. Also das hört nie auf. Es hört nie auf. Nee. Birge Schade mit strahlend blauen Augen hier im Studio bei Radio B2. Mhm. Chefsache, Macher im Gespräch. Deutschlands Schlagerradio ist hier. Chefsache, Macher im Gespräch, das Interview der Woche. Mein Gast ist die Schauspielerin Birge Schade. Birge, der Papa war Seemann. Mhm. Selten zu Hause? Ja, er war, also zumindest als ich ganz klein war, ist mein Vater zur See gefahren. Jetzt darf man sich dabei nicht so ein Captain Iglo vorstellen. Nee, mein Vater ist Maschinist, also der hat... war Schiffsingenieur und hat natürlich sich um die Maschinen gekümmert, hatte jetzt mit Navigation und eigentlich in dem eigentlichen Sinne Seefahrerei halt nichts zu tun, aber ist viel unterwegs gewesen auf großen Containerschiffen quer über die Welt und eben das bedeutete, dass er wenig zu Hause war. Ja, und da kam der Mann nach Hause und du hast gesagt, Mama, wer ist dieser Mann? Ich sag, Kind, das ist dein Papa. Ja, so unter Umständen, das kann, also ja, es war tatsächlich lange Zeit und da ich ja auch noch so klein war, und das war dann eben letztlich auch der Grund, weshalb mein Vater das dann auch aufgehört hat und dann den Beruf gewechselt hat. Und dann ging es von der Küste, von der Nordseeküste mit nach 6 Bayern. Nach Bayern. Ja, Mai, da bist du mit dem bayerischen Akzent auch groß geworden, in der Nähe von Ingolstadt. Ja, klar. Ja, kannst du das auch noch? Ja, ein bisschen schon. Ja, das ist so charmant, ja. Ja, aber also man ist ja dann so als Zugroaster, wie es dann da immer so schön heißt, dann doch irgendwie immer Außenseiter. Mhm. Und ich habe dann auch mir das Hochdeutsche so erhalten und das war schon nicht so ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Als kleines Kind dann da vom tiefsten Norddeutschland da ins tiefste Bayern, dann auch noch auf so ein Dorf. Mhm. Kein Mensch habe ich verstanden. Und die haben irgendwie Probleme mit meinem Namen gehabt. Das haben sie noch nie gehört. Birge, hörst du? Na. Und so, also, konnten sie gar nicht verstehen. Birgit? Dann habe ich gesagt, nein, nicht Birgit. Kein T am Schluss. Ja. Und so, also hatte man dann zu kämpfen so als Kind um die Identität. Aber ich mochte das ganz gerne und ich muss auch sagen, ich mag Bayern eigentlich immer noch gerne. Und du hast mal gesagt, ich war froh, als meine Kindheit vorbei war. Warum? Ja, ich fand das irgendwie alles nicht so einfach als Kind. Also ich sehe das jetzt auch an meinem Sohn, der
der sagt es und es tut mir auch so leid manchmal. Der sagt oft, ich bin froh, wenn ich erwachsen bin. Kann ich endlich tun, was ich will. Ich finde, das ist auch so, das tut mir richtig leid, weil ich immer denke, oh Mensch, Kindheit ist eigentlich so kurz. Und dass man da immer so sich danach sehnt, erwachsen zu sein. Ja, ne? weil man dann immer, wenn man endlich einen Führerschein haben darf, selbstbestimmt die Dinge tun darf. Genau, und das glaube ich, habe ich auch so empfunden. Ja. Dieses ständig eingeschränkt sein, immer Vorschriften, man muss zur Schule gehen, man muss dies machen und so. Das habe ich also als äußerst lästig empfunden. Und heutzutage kannst du rückblickend sagen, manchmal wäre es doch nochmal ganz schön, Kind zu sein, diese Unbeschwertheit zu haben? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wirklich unbeschwert war, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Nee, ich bin ganz gern erwachsen. Das stimmt schon, dieser Satz. Also ich war froh, als ich endlich machen konnte, was ich will, wirklich. Geht mir genauso. Ich meine, ist auch der Vorteil, wenn man nicht in einer Partnerschaft ist, da kann man auch machen, was man will. Ne? Muss keinem Rechenschaft haben. Ja, genau. Ich meine, ich habe natürlich ein Kind, ich habe ja trotzdem eine Verantwortung und Verpflichtungen und so. Ne? Also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja dann auch ein Trugschluss zu denken. Das sage ich meinem Sohn auch immer. Also, du, ehrlich gesagt, wenn man erwachsen ist, kann man auch nicht immer nur das machen, was man will. Man hat dann irgendwie dann eben doch 1000 Zwänge. Aber ich habe mich ja dafür entschieden. Ja, Kompromisse, das muss man, glaube ich, früh lernen, dass Kompromisse im Leben wichtig sind. Ja. Den Kopf immer durchzusetzen, das funktioniert relativ selten. Birge Schade, mein Gast bei Radio B2. Radio B2. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlager-Radio-Chefsache-Macher im Gespräch. Mein Gast ist die Schauspielerin Birge Schade. Birge wundert sich vielleicht, warum guckt er mich nicht an? Ja, ich gucke hier immer nebenbei mal in die Kamera. Und dann gucke ich natürlich viel lieber noch dich an. Als Teenager hast du schon Statistenrollen übernommen am Stadttheater in Ingolstadt. Ballettausbildung hast du selber gesagt. Ich habe ja mich gefragt, warum ist sie nicht beim Ballett geblieben, sondern ist ins Schauspiel rüber? Zu anstrengend, das Ballett, oder absehbar das Karriereende mit 30 ist ja dann in der Regel Schluss? Naja, also man hat ja dann immer so einen naiven Mädchentraum, was Balletttanzen angeht, und ich habe dann ja auch, also ich habe nach dem Abitur dann tatsächlich weiter trainiert an der Ballettschule, wo es auch darum ging, Tänzer auszubilden, aber es ist dann schon relativ schnell mir klar gewesen, dass ich habe zwar sehr viel gelernt in der Zeit auch, und ich war auch gar nicht so schlecht. Aber das geht nicht darum, gar nicht so schlecht zu sein, sondern es geht darum, richtig, richtig gut zu sein. Ja. Als Tänzer ist es nicht nur, dass man, also gerade wenn man klassisches Ballett macht, geht es nicht nur darum, dass man sich unheimlich anstrengt und ganz fleißig ist und viel trainiert, sondern da geht es auch noch um natürlich bestimmte körperliche Voraussetzungen und so weiter. Und dazu muss man dann sagen, das ist einfach bei mir alles nicht so mega ideal gewesen. Das heißt, ich hätte, wenn überhaupt, sowieso nur eine Karriere irgendwo, ich weiß nicht, gemacht. Und ich muss sagen, dass ich, obwohl mir das alles sehr viel Freude gemacht hat, ich dann schon gemerkt habe, dass mir eigentlich das Theater und auch das Wort und Texte und so weiter sehr, sehr viel bedeuten. Und dass ich mich damit eigentlich auch durch Stimme und so weiter noch viel besser ausdrücken kann. Und deswegen habe ich dann gewechselt. Ja, das klingt nach einer Perfektionistin, die realistisch einschätzen kann, was kann ich und was kann ich nicht. Ach, das ist gar nicht so perfektionistisch, sondern ist vielleicht ein gewisser Realitätsbezug, der auch wichtig ist, wenn man sich in diese Gefilde begibt. Ich habe gerade gestern Abend in Vorbereitung des Gesprächs darüber nachgedacht, so ein Schauspielerberuf, eigentlich ja großartig. Stand ich vorm Spiegel, habe mir mal die Haare so ins Gesicht gekämmt, dachte, man kann als Schauspieler auch so richtig scheiße mal aussehen oder mal richtig toll. Man kann in so viele Rollen schlüpfen, und ich glaube, das ist das Reizvolle, dass man eben ganz anders sein kann, als man selber eigentlich oft ist. So, ja, natürlich. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es auch natürlich eine große Beschäftigung mit sich selber, was auch eine Gefahr ist in dem Beruf, dass man sehr um sich selber kreist und so. Das alleine geht nicht. Also finde ich unerträglich, auch solche Kollegen, die nur sich um sich selber kreisen. Ja. Aber es bedarf natürlich eine gewisse Selbstreflexion, sich selber kennenlernen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist gar nicht so leicht. Also da hat man, glaube ich, in anderen Berufen mehr Chancen, dem zu entgehen. Und gleichzeitig hat man natürlich die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren oder sich in Sachen hineinzubegeben, in dem Schutz
einer Rolle, die man vielleicht sonst nicht machen würde oder sich nicht trauen würde. Von dir stammt der Satz, ich liebe Schauspieler und ich hasse Schauspieler. Was meinst du damit? Ja, das meine ich genauso, wie es da steht. Das ist so, also wenn ich mich furchtbar verliebt habe, dann waren es meistens Schauspieler. sie gehen mir auch wahnsinnig auf die Nerven. Ja. Und verheiratet war ich nicht mit einem Schauspieler, Gott sei Dank. Er war zwar Musiker, aber das ist auch Künstler, so. Das stimmt. Aber nein, ich meine einfach damit, dass ich habe eine große Liebe zu Schauspielern, weil ich einfach weiß, was das bedeutet, auch dieser Beruf. Und ich habe einen ganz großen Respekt davor, vor guten Schauspielern, finde ich großartig, gehe ich in die Knie, sowohl Männer als auch Frauen. Aber dieses, es gibt also eine gewisse, sagen wir mal, wie sage ich denn das jetzt freundlich? Na, es gibt etwas an Schauspielern, was mich wahnsinnig nervt und das habe ich natürlich selber auch. Und ja? was ist das? Dass es sich um sich selbst dreht? Ja, das hast du ja vorhin schon mal so angedeutet. Dann ist es oft auch eine große Unsicherheit, aber gepaart mit einer unglaublichen Hybris manchmal und also diese ganzen Widersprüchlichkeiten, die ich auch in mir selber spüre, die haben andere Schauspieler auch und deswegen verstehe ich sie so gut. Aber das ist sehr, sehr schwer auszuhalten und man hat es schon schwierig mit sich selber. Und dann ist es mir eigentlich fast lieber, jemanden zu haben, der da ein bisschen ausgleichender ist, der vielleicht nicht ganz so ist, aber dann wieder Schwierigkeiten hat, vielleicht mich zu verstehen. Ja. Und das ist so ein bisschen tricky. Also der Buchhalter mit den Ärmelschonern, das wäre nichts für dich, glaube ich. Das wäre, glaube ich, zu bodenständig, oder? Ich befürchte es. Ich weiß es nicht, weil ich war noch nie mit einem Buchhalter zusammen. Ich möchte da jetzt keine Klischees oder keine Vorurteile, aber ich befürchte es. Die Schauspielerin Birge Schade bei Radio B2. Bleiben Sie einfach dran. Birge Schade ist mein Gast, Schauspielerin. Hier ist Radio B2, Chefsache, Macher im Gespräch. Birge, wir haben ja gerade über Rollen gesprochen, über das Leben des Schauspielers, sein Selbstverständnis, auch manchmal so die Grenzen, an die er selber kommt in seiner Rolle als Mensch, als Darsteller. Welche Rollen sind dir denn so richtig an die Nieren gegangen? Wo hast du gesagt, das ist nicht nur eine Rolle, die ich jetzt hier spiele, danach ist das Ding abgedreht, sondern das hat Spuren hinterlassen. Gibt es sowas? Eigentlich hinterlassen alle Rollen Spuren. Deswegen bin ich immer ganz vorsichtig auch, was ich annehme und was nicht. Nicht alles tut mir gut oder tut einem gut, sage ich jetzt mal so verallgemeinert. Ich habe mal was gesehen, da glaube ich, warst du eine Erzieherin, eine ganz böse Frau. Ja, genau. Da dachte ich, dass die auch so kann. Ja, man hat dich ja oft anders gesehen. Ja, genau. Sind das so Dinge, also das muss ja auch in einem stecken, dass man das überhaupt spielen kann, oder? Ja klar, also das sind natürlich Sachen, generell kann man ja sagen, das sagen ja viele Schauspieler, also böse zu sein ist erstmal nicht so schlimm, es macht auch Spaß, ne? Oder man hat auch, kann auch Freude daran haben. Nur in dem Fall war es tatsächlich so, dass das war keine Figur, wo ich Freude dran haben konnte an der Bösartigkeit, sondern das war für mich eher ein Ausdruck der eigenen, wie soll man sagen, Deformation von dieser Figur, die ich da gespielt habe. Wie hat sich das bei dir also wo ich dann gemacht? Ich kann ja immer nur, ich versuche dann schon, wenn ich solche Figuren spiele, auf irgendeine Weise nachzuvollziehen, was da eigentlich mit diesen Menschen vor sich geht, warum jemand so ist. Und das ist dann eigentlich nur daraus zu erklären, dass jemand selber solche Erfahrungen gemacht hat und einfach denkt, so ist das Leben, ja. Und das fühlt sich nicht gut an. Also das spüre ich in meinem Körper. Ich habe das damals auch mal so formuliert, dass ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin ein einziger
Panzer, mir tat alles weh auch und so. Also das ist nicht ohne, es verfolgt einen so ein bisschen im Alltag dann auch noch weiter. Das heißt, es ist dann, wenn du nach Hause kommst zu Sohnemann und... Ist dann nicht so, dass ich ihn dann so behandle, das nicht. Nein, aber die merken schon, dass du da noch beschäftigt bist mit dem Thema. Also man kann nicht einfach so, ich bin kein Schauspieler, ich kann es mir schwer vorstellen, man kann nicht einfach so abschalten und sagen, hey, jetzt bin ich wieder im normalen Leben. Ich würde sagen, da gibt es Unterschiede. Es gibt ja Kollegen, die behaupten, das würde total gehen. Also sie könnten das sofort. Ja. Bei mir ist es nicht so. Ich nehme tatsächlich auch meine Sachen mit nach Hause und ich glaube schon, dass man mir das anmerkt. Und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört. Bei Bastefka in der neuen Staffel bei Amazon Prime zu sehen, bist du letztlich splitterfasernackt über so einen Campingplatz gelaufen. In mehreren Szenen. Ich habe gedacht, meine Güte, die Frau muss wirklich Mut haben, denn das machen wenige Schauspieler, dass sie sich wirklich komplett ausziehen. Ihr wart da aber alle nackt, also gleich und dergleichen. So. Ja, klar, das war natürlich auch, also ich weiß nicht, ich finde es jetzt gar nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Und aber es ist natürlich richtig und vor allen Dingen natürlich Frauen, sagen wir mal, in meinem Alter. Ja. Ansonsten kannst du ja rauf und runter irgendwie nackte und halbnackte Frauen im Film oder sonst so sehen oder im Fernsehen, ne? Aber irgendwie kommen ja sowieso Frauen ab einem bestimmten Alter anscheinend nicht mehr vor, jedenfalls nicht als sexuelle Wesen, hat man auf den Eindruck. Und schon gar nicht irgendwie nackt. Und das war irgendwie, ehrlich gesagt, nicht einer der Hauptgründe, aber es war einer auch der Gründe, wo ich gedacht habe, okay, Leute, ich meine, ich weiß, dass ich nicht total unansehnlich aussehe und von mir aus, und meine große Angst war allerdings nur, weil es gibt ja so viele Hater, die unterwegs sind und fiese Menschen, die es dann nicht lassen können, trotzdem böse Kommentare zu machen, weil natürlich, ich bin nicht perfekt, wer ist das schon? Nobody is perfect. Nur keiner. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst vor, aber muss ich sagen. Nichts. Also bisher habe ich es nicht, ich meine, so leicht erreicht man mich natürlich auch nicht. Ich bin ja auch nicht andauernd irgendwie überall auf jedem Social Media unterwegs. Aber also ich weiß auch schon von jüngeren Kollegen und so, die da wesentlich mehr mit zu tun haben und auch kommentiert werden und so. Ne? Musstest du lange überlegen, die Rolle anzunehmen? Oder war das sofort klar, mache ich? Na, ich habe schon ein bisschen überlegt, muss ich sagen. Aber ich mag diese Serie. Ich mag Bastian Pastewka gar nicht. Ich finde es toll, was die Truppe da macht. Ja, und ich fand es sehr witzig, als ich es gelesen habe. Und ehrlich gesagt, ich meine, so schlimm ist es nicht. Und es ist ja nun auch überhaupt völlig unsexy, diese ganze Situation. Also die Männer wie die Frauen, das ist gleichsam es kurios. Es ist ja total bescheuert eigentlich. Und das mag ich ja daran. Also wer Lust hat, glaube ich, demnächst irgendwann bei ProSieben oder bei Sat.1 Pastewka, die neue Staffel mit Birge Schade. Birge, hast du gewusst, dass Marianne Rosenberg mal ein Lied über dich gemacht hat? Jetzt kommt ein Karlauer. Marianne Rosenberg singt über Birgit Schade. Schade, ich kann dich nicht lieben. Ist nicht lustig. Okay, trotzdem. Das verstehe ich überhaupt nicht, den Witz. Na gut, dann hörst du dir jetzt die Platte an, bitteschön. Okay, jetzt habe ich gerade einen Minuspunkt bei der Birge bekommen mit Schade, ich kann dich nicht lieben. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Aber ich bin halt so ein bisschen resistent, was Namenwitze angeht, weil ich das irgendwie glaube ich. Ja, man sagt ja auch No Jokes with Names, aber das ist mir so spontan eingefallen. Okay. Da kam mir dieser Titel von der Marianne in den Sinn. Ne? Okay. Gibt es einen deutschen Schlager, wo du sagst, hey, den mag ich gern, den höre ich gern? Ach, na klar. Muss ich tatsächlich erstmal nachdenken. Da wird's. Naja, also ich, deutsche Schlager, doch, da gibt's einen Haufen. Jetzt fallen mir natürlich spontan überhaupt keine ein, aber mir fällt gerade irgendwie von Hildegard Knef, ich bin zu müde, um schlafen zu gehen, ein. Guck mal, den kenn ich gar nicht, lustig. Nein, wirklich? Nein, den kenne ich nicht. Ach, der ist aber ganz toll. Den werde ich mir nach der Sendung anhören. Ja, den musst du dir anhören. Das ist einer meiner Lieblingssongs von Hildegard Knef. Aber das ist ja nicht wirklich Schlager, ne? Das ist ja eher so Chanson. Udo Jürgens hat ja auch immer gesagt, ich mache keinen Schlager, ich mache Chanson. Genau, ja. Ja. Na, dann wirst du mir nach der Sendung vielleicht mal sagen, welchen du besonders magst. Ich habe schon manches gefunden. Was suchst du zurzeit?
Oh Gott, ich bin ja immer, ist man nicht immer auf der Suche? Also ich will das gar nicht nur so für mich. Nein, die total, sag mal, die Leute, die so unglaublich im Gleichgewicht sind, die sagen ja immer, meine Güte, man soll nicht suchen, alles kommt zu dem, der warten kann. Ja, Gottes Willen. Das ist ja ganz furchtbar. Diese ganzen, diese Think Positive Sprüche, da kriegt man mich relativ schnell mit auf die Palme. Ich meine, es ist ja bestimmt alles gut und so, aber. Du denkst lieber negativ oder? Lieber negativ, nein, aber vielleicht, also ich würde schon eher sagen, dass ich vielleicht von meinen Grundzügen her eher pessimistisch bin. Nein. Ich lasse mich dann lieber positiv überraschen. Wobei meine beste Freundin immer sagt, nein, Birgit, du musst einfach das Positive, dann kommt es auch zu dir. Mhm. Das andere, das kommt, das manifestiert sich. Ja, ich habe neulich die Geschichte erzählt, dass es Menschen gibt, die lesen die Bücher von hinten, weil sie immer Angst haben, dass sie das Ende sonst nicht mehr erleben. Bei so einem 600-Seiten-Wälzer. Doch, sowas wirklich? Gibt es. Wirklich? Na klar. Oh Gott, nee, auf den. So negativ bist du nicht drauf. Nein, um Gottes Willen. Aber weißt du, ich meine, du hast ja eine tolle Karriere gemacht. Im Grunde musst du ja in der Grundausrichtung schon irgendwie positiv gewesen sein. Du hättest ja auch, wenn du nur an dir gezweifelt hättest, wärst ja nicht so weit gekommen. Also da hast du recht. Ich wusste irgendwie im Innersten schon relativ früh dann, das ist mein Ding. Ja. Also ich will das machen, obwohl ich auch abgelehnt wurde. Ne? Also ich habe ja diverse Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen gemacht, wo ich nicht angenommen wurde und so. Das hat mich aber auch nicht davon abgehalten. Ich habe eher dann gedacht, okay, dann mache ich es halt anders, aber ich mache das jetzt. Klar. Und das hat auch funktioniert. Also ich auch. Also ja, ich lebe von meinem Beruf seit 25 Jahren oder wie lange ich das jetzt schon mache und eigentlich ganz gut. Ich meine, es gibt unterschiedliche Phasen, es gibt natürlich noch tollere Karrieren, die man machen kann, es gibt immer noch tollere Rollen, tolle Filme, wo ich nicht mitspiele, aber das ist ja sowieso, sollte man sich relativ schnell abgewöhnen, sich zu vergleichen. Der Vergleich macht tolerant. Genau. Oder unglücklich. Ja, unglücklich oder vielleicht auch mal zu gucken, hey, jetzt... Ja. Ne, mal lass mal die Kirche im Dorf, das läuft schon ganz gut. Aber die Frage war ja noch nicht beantwortet, was suchst du? Was fehlt noch? Ach ja, ich suche ja immer. Ich such irgendwie nach der Wahrheit. Die gibt es sowieso gibt nicht. Gibt es die eigentlich? Nee, wie soll ich das sagen? Also, ich würde niemals sagen, dass ich irgendwo angekommen bin. Ich bin immer unterwegs und wenn ich irgendwas geschafft habe, dann kommt schon wieder das Nächste, an dem ich mich abarbeite. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz spezifisch vielleicht in meinem Beruf, denn ich arbeite ja von Engagement zu Engagement. Und wenn ich vor einer neuen Rolle stehe, egal ob es Film ist oder Theater, dann fange ich immer wieder neu an und mit neuen Leuten und in einem neuen Zusammenhang. Eine neue Aufgabe, von der ich nicht weiß, werde ich es schaffen oder nicht. Und so ist es jedes Mal. Und das ist fast mit allen Dingen so. Birgit Schade bei Radio B2. Radio B2. Birgit, bist du zufrieden mit deinem Interview? Bist du mit dir zufrieden? Ich frage mich gerade, wie ich da schon wieder irgendwelche Plattitüden hier eins nach dem anderen von mir gebe. Aber ja. Birgit Schade bei Radio B2, Schauspielerin in Berlin, stehst du gerade auf einer ganz kleinen Bühne, auf den Brettern, die auch für dich sicherlich die Welt bedeuten. Was ist das für ein Stück im kleinen Theater? Das kleine Theater im Südwestkause, ein wunderschönes, wirklich kleines Theater in Friedenau, das es schon sehr lange gibt, schon über 40 Jahre. Und es lohnt sich da mal hinzugehen, weil es wirklich sehr süß. Und ich spiele mit einem Kollegen, mit Florian Bartholomä, ein Stück, das heißt Switzerland von Joan Murray Smith, eine Erfolgsautorin aus Australien. Das Stück ist noch gar nicht alt und ich glaube von 1914 oder sowas. Mhm. 1914, oh Gott, nein, 2014. Noch gar nicht so alt. Noch gar nicht so alt. Etwas über 100 Jahre. Nein, es ist ein ganz neues Stück, wollte ich sagen. Was rede ich denn? Und es handelt, es geht um Patricia Highsmith. Okay. Ich weiß nicht, sagt die dir was? Na klar, große Autorin. Ja, genau. Eine tolle Autorin, die eine sehr berühmte Figur erfunden hat, nämlich Tom Ripley. Also das kennen manche aus, es gibt ja auch Verfilmungen davon, der talentierte Mr. Ripley. Und es ist eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen der Autorin mit ihrer Kunst, mit dem Schreiben, mit der
Figur mit ihrem alter Ego, was auch immer. Okay. Ich möchte das jetzt nicht so ins Detail also gehen. Also die Leute sollen ins Theater kommen. Die Leute sollen kommen. Das kleine Theater ist aber nicht so klein, wenn ich da anrufe und sage, guten Tag, ich hätte gern einen Platz, dann sagen dann die, kriegen das, sie bestimmt da passt nur einer rein, da, das ist ein bisschen größer. Also ich würde mal sagen, nein, da passt nicht nur eine Person rein, aber man sollte, ich würde jedem sagen, einfach doch vielleicht vorher reservieren. Ja. Nicht spontan kommen. Birge, schade. Birge, ich habe noch ein paar Halbsätze. Bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn... mir langweilig ist. Meine größte Niederlage? Vielleicht meine gescheiterte Ehe. Meine Schwäche ist... ich trinke gerne guten Wein und esse gerne. Das tue ich auch. Und du rauchst ihn wieder auch noch, ne? Ja. Eine Gelegenheitsraucherin. Ganz ab und zu. Aber nur, wenn ich auch in guter Gesellschaft bin, ja, und wenn ich ein bisschen Wein getrunken habe. Gelegenheitsraucher habe ich ja mal so definiert. Gelegenheitsraucher nennen sich Menschen, die bei jeder Gelegenheit rauchen. Ja, das bin ich aber nicht. Also ich kann zum Beispiel dieses draußen in der Kälte stehen und dann so vor sich hin quarzen. Ja. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist gar nicht so meins. Letzter Halbsatz. Meine Geburtsstadt Wilster in Schleswig-Holstein, für die Rinderzucht bekannt. Was verbindet dich damit noch? Da wohnt meine Oma immer noch. Ich wusste gar nicht, dass sie für Rinderzucht bekannt ist. Guck mal bei Wikipedia. Ach nee, nicht echt? Ich habe nicht nur bei Birgit Schade nachgeguckt, ich habe auch nach Wilster geguckt. Was ist das eigentlich? Was ist das? Was zum Teufel ist Wilster? Aha. Die Wurzeln, die Oma wohnt noch da. Birgit Schade, Schauspielerin, bald wieder im Fernsehen und in Berlin im Theater. Danke, dass du da warst. Alles Gute für dich. Ja, danke auch. Deutschlands Schlagerradio.